Im Rathaus Köpenick gibt es auch ein Standesamt und ein Museum. Michael Diehl zeigt es uns. Wer kommt denn alles diese Treppe hier herunter? Bürger, die ihre Angelegenheiten klären wollen, aber auch Hochzeitspaare? Mitarbeiter des Bezirksamtes, Bürger dieses Stadtbezirkes und natürlich ganz, ganz viel, auch gerade am Wochenende, die Termine sind sehr beliebt, Hochzeitspaare tatsächlich. Weil das Standesamt, das wir hier im Rathaus Köpenick haben, ist nicht nur eines unter den 10 beliebtesten in ganz Deutschland, sondern auch das wohl am stärksten nachgefragte in ganz Berlin. Und die Terminwarteliste ist manchmal lang. Also das macht offenbar sehr viel Spaß, hier zu heiraten, auch weil die Räumlichkeiten in diesem historischen Ambiente sehr attraktiv sind. Und Fotokulisse dann draußen vorm Hauptmann. Genau, mit Hauptmann wird geheiratet. Mhm. Man kann übrigens auch über uns eine Hauptmannfigur oder einen Schauspieler, der den Hauptmann verkörpert, engagieren, und der begleitet dann die Hochzeit bzw. das Brautpaar danach. Ja, und dann schauen die Gäste auch gerne mal in das Hauptmannmuseum, das wir ja hier noch im Erdgeschoss des Rathauses haben. So, und das ist jetzt der besagte Schrank mit der Kasse drin. Da wurden damals offenbar die Barschaften der Stadt Köpenick und wichtige Akten natürlich auch verwahrt, richtig, ja. Ist ja wahrscheinlich ein Hochsicherheitsschrank. Wie ist der damals daran gekommen? Der hat ihn ja nicht knacken müssen, sondern in dem Moment, wo er den Bürgermeister und den damals obersten Finanzbeamten der Stadt Köpenick unter seine Befehlsgewalt nahm, konnte er den Auftrag erteilen, ihm hier einen Abschluss zu machen und das Geld zu übergeben. Und genau so clever hat er das getan. Ja, wenn wir schon von Köpenick sprechen, dann dürfen wir natürlich die idyllische Lage hier am Wasser nicht vergessen. Absolut richtig. Wir sind ja auf einer Altstadtinsel. Nicht nur, dass sie über 800 Jahre ist, die Stadt Köpenick mit ihren historischen Straßen, Gassen und Plätzen, sondern sie ist eben auch umspült von den Wassern zweier Flüsse. Wir haben hier hinter uns das Damebecken, da fließt die Dahme und sie mündet dann wenige hundert Meter jetzt hinter mir links in die Spree. Hier legt gerade ein Dampfer an. Wo kann man denn von hier aus hinfahren? Man kann von hier aus eine ganze Reihe von Zielen ansteuern. Zum einen kommen die Dampfer aus der Innenstadt, Treptower Hafen zum Beispiel, und fahren dann in der Regel raus zum Müggelsee oder auch noch weiter bis zur Waltersdorfer Schleuse zum Beispiel, um die Müggelberge herum, also in das schönste Gebiet, das Berlin für Naherholung, Urlaub, Freizeit und Entspannung eigentlich bietet. Man kann tatsächlich auch fast 2 Kilometer Promenadenweg immer an den Ufern sozusagen der Flüsse um die Altstadt herumlaufen. Also direkt jetzt hier auch weiter, und dann kommt man wahrscheinlich von einem schönen Restaurant ins nächste. Ja, also in die Richtung, da haben wir dann nur noch 200, 300 Meter bis zum Schloss Köpenick mit der Schlossinsel. Auch die kann man ja trockenen Fußes sozusagen umrunden. Und hier geht es weiter über den Luisenhain in Richtung Freiheit 15 und dann weiter. Und da haben wir insgesamt gut ein Dutzend Restaurants, die am Wasser liegen hier in der Altstadt Köpenick. Thank you.
Köpenicker Altstadt. Wie alt ist denn die Altstadt? Älter als Berlin. 1209, erste urkundliche Erwähnung. Und damals ein Handelsplatz. Da war an Berlin noch gar nicht zu denken. Das ist erst 1237 erstmals urkundlich erwähnt. Ja, und dann kann man noch mal ein Stück zurückgehen und sagen, das ist ja eigentlich noch mal viel älter, weil bereits um das Jahr 700, 800 haben sich hier Slawen angesiedelt und um das Jahr 1000 gab es dann eine Burganlage auf der heutigen Schlossinsel des Slawenfürsten Jaksa von Köpnik, von dem ja der Name stammt, Köpenick aus dem Slawischen. Aber die meisten Häuser, die wir hier heute sehen, von wann etwa sind die? Also die Slawen haben keine Häuser hinterlassen, die haben ja Holz gebaut und das war dann nicht sehr beständig. Dann haben wir so die ältesten Geschichten aus dem 15., 16. Jahrhundert. Und was wir hier in dieser Ecke sehen, am Alten Markt und Katzengraben, das ist 16., 17. Jahrhundert vor allem. Die Zeit, in der eben das Schloss dann schon stand und sich Köpenick auch wirtschaftlich mal mit, mal ohne Schloss, also sowohl im Zusammenhang mit der Schlossentwicklung als auch als Bürgerstadt entfaltete. Gibt es denn oder gab es historische Persönlichkeiten, die hier gewohnt haben? Im Schloss natürlich, Familienangehörige der Hohenzollern, übrigens auch der Kronprinz Friedrich, der ja dann sich selbst zum König Friedrich I., König in Preußen, ernannte. Der war als Prinz noch im Schloss Köpenick mit seiner ersten Gemahlin beheimatet sozusagen. Für ihn ist das Schloss gebaut worden im späten 17. Jahrhundert. Wir haben schon gesprochen über den Hauptmann von Köpenick, der zwar hier nicht lebte, aber sein Unwesen trieb zu diesem 6. Oktober 1906. Dann haben wir aber noch was ganz Interessantes, das ist die Geschichte der Lohnwäscherei. Henriette Lustig war die erste Lohnwäscherin von ganz Berlin. Köpenick gehörte damals zwar noch nicht zu Berlin, aber dennoch ist das so ein historischer Punkt und Ort. Und ihr Geburtshaus steht uns hier gleich in der Nachbarschaft. Als in Berlin die Spree schon zu schmutzig war, um die Wäsche darin zu waschen. Und deshalb ist man weiter in Richtung Quelle der Spree nach Köpenick gegangen mit den Waschunternehmungen. Und die Henriette Lustig machte sozusagen als erste ein größeres Geschäft daraus. Später blühte hier das Wäschereigewerbe. Köpenick war die Waschküche von Berlin. Deshalb auch die große Spindlersfelder Wäscherei. Zu DDR-Zeiten Revatex, ist vielleicht noch vielen Bürgern oder in Erinnerung. Dieser Wäschereitradition ist hier eben auch diese historische Tafel zur Erinnerung an Henriette Lustig gewidmet.